doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hallo, 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 hallo! Freunde der Sonne, mein Name ist Niklas Wilson Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Falls ihr das gerade seht, ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, weil ich hatte bis jetzt einen sehr schönen Tag. Worum es heute geht? Ganz simpel. Wir werden was testen. Und was wir testen werden? Den Sucuk-Döner von Ernesto. Valverde! Von Erne. Erne hat einen eigenen Laden aufgemacht und ich habe schon diverse andere YouTuber, Influencer gesehen, wie die das Ganze bewertet haben. Aber ich sage euch offen und ehrlich, das ist mir scheißegal, weil am Ende meine Meinung, mein Fazit ist mir wichtig. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und checkt gerne das Gewinnspiel ab, was momentan auf Instagram abläuft. Wer von euch ein Auto geschenkt haben möchte, ab hier Abfahrt. So Freunde, wir befinden uns gerade in Düsseldorf, in DD. Und ich wollte unbedingt Erne seinen Döner mal testen, seinen Sucuk-Döner. Ich weiß nicht, was meine Erwartungshaltung ist. Und ich weiß nicht, was ich über das Ganze denken soll. Weil, wenn ich Sucuk-Döner im Kopf habe oder davon rede, komische Vorstellungen. Ich gehe ganz neutral hin und werde mich überraschen lassen. Was ich auch gerade mir so aufgefallen ist, Erne hat gestern Geburtstag gehabt. Also falls ihr das seht, nutze ich jetzt Erne seinen Geburtstag aus. Schreibt in die Kommentare gerne alles Gute für Erne. Dann freut er sich. Und ich freue mich auch. Schlau im Leben. Das nennt man schlau im Leben. Solche kleinen Algorithmus-Moves. Happy Birthday, Erne, wenn du das siehst. Alles Gute, viel Gesundheit und viel Glück. Heute werde ich deinen Sucuk-Döner bewerten und es ist mir scheißegal, ob wir Freunde sind. Ich werde meine klare Meinung geben. Also, in diesem Sinne, Digga, Erne, wenn du das siehst, der Laden ist rappelvoll bei Erne. Läuft! Ayo, Longa! Leute, ist auch so heftig, wer damals alle schon Döner gegessen hat. Tupac, Biggie, die Jungs haben damals auch schon Döner gegessen. Sehr krass, sowas zu sehen. Alles im Erne sein Laden. Wo ist Erne? An der Tür stand, dass Erne Mitarbeiter sucht. Mir wurde gerade angeboten von Erne sein Partner, dass ich meinen Döner selber belege. Komm mit. Sicher. Aber guck mal, hier ziehst du erstmal an. Natürlich. So, was darf sein, Jungs? Ey, ich mach zum ersten Mal dann einen Döner. Wie random. Packen wir da rein, oder? So? Ja, wie du willst. So besser. Ah, so besser. So besser. Okay. Guck mal, da ist der geschmolzene Käse. So viel, wie du möchtest. Boah, guck mal, das sieht schon gut aus, Mann. Dann mach das nicht zum ersten Mal. Ich mach das zum ersten Mal. Das reicht dir? Das reicht. Dann klapp einmal zusammen, dann hast du einmal schön überall den Käse. Selber? Der Hagen, der schneidet dir jetzt noch schön frisch darüber. Oder willst du das auch selber? Ich würde gerne schneiden. Ja, okay, komm, dann gib mir dein Brot. Was soll? Alles gut. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache das schlecht. Noch ein bisschen gerade? So? Ja. Erne, falls du das siehst, tut mir leid. Also das super Jungs hier, Erne. Falls das Erne sieht, Erne, mein Engel, es tut mir unglaublich leid, aber deine Jungs sind super, dass sie mich das überhaupt machen lassen. Du packst das Fleisch rein? Aha. Soll ich geizen oder übermütig sein? Übermütig. Okay. Ja, wie Hunger, wie du hast. Macht man mehr oder ist das schon so? Das ist gut. Ja? Salat, Tomaten. Mhm. Hi. Hi. Hey, wie komisch, ich bediene mich hier einfach gerade selber. Sorry. Das ist perfekt. Das war's, Bruder. Komm, ja. Dann hast du hier, je nachdem welches Topping du willst. Welches Topping kann? Röstzwiebel, Mais, Oliven. Das Ding ist, von der Mentalität würde ich sowas niemals auf meinen Döner machen. So. Okay, aber du hast hier keinen normalen Döner, das ne? Das ist ja der Punkt. Deswegen frage ich dich, was ist gut? Also ich finde Jalapeno ist eigentlich ziemlich ja geil. Schafskäse ist auch geil. Und Röstchen ist natürlich dann auch. Dann kriegen wir das genau so hin. Okay, dann machst du erst deine Jalapenos drauf. Ja, oder? Genau, erst die Jalapenos. Und dann suchst du dir eine Soße aus. Scharf, süß, Knoblauch. Apfel, Knoblauch, scharf? Genau. Knoblauch, scharf, beides am Start. Ja, Knoblauch, scharf. Okay. Hier ist Knoblauch, hier ist scharf. Okay. Hey, das war wirklich wieder auch gut. Dann machst du die Schafe drauf.
Okay, pass auf. Dann jetzt den Schafskäse, dann die Röstzwiebeln. Mach alles drauf. So, Klassiker. Und die Röstzwiebeln, her damit. Oder den kann man auf jeden Fall verkaufen. Der ist beim Kauf, ne? Ja, der sieht super aus. Also für alle, die das sehen, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Das ist das Endprodukt und ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe, oder? Seid ihr ehrlich, Jungs? Ja, ehrlich, hast schon gut gemacht. Ey, erstmal übrigens danke an Erné und an sein Team, dass ich das einfach ganz random mache. Also ich bin ganz spontan hier vorbeigekommen und ja. Das Resultat ist, dass ich meinen eigenen Döner hier gemacht habe. Jetzt wird es eine Bewertung geben, die scheiße ist. Ich bewerte mich quasi gerade selber, weil ich das Ganze gemacht habe. Also so wie dieser Döner hier ist, den habe ich selber gemacht. Und deswegen, wenn er scheiße ist, ist es meine Schuld. Ey, wie findest du? Habe ich ehrlich gemacht. Noch ein? Ich sage jetzt schon mal, was geil ist. Das Brot ist wie Simit. An meine türkischen Brüder. Simit çok güzel. Öyle bekle bende. Simit ja ne üftende. Sage ich immer so. Was geil ist, ja, erstmal, ich habe den Döner so krass belegt. Es ist sehr heftig, was ich da gezaubert habe. Also Real Talk, 10 von 10. Ich finde es gut, beziehungsweise mich verwundert, du hast nicht so krassen Sucuk-Geschmack. Also es schmeckt nicht so krank nach Sucuk, sondern eine leichte Duftnote. Wie laut ist die Musik in deinem Laden, Erné? Für YouTube-Videos richtig scheiße. Also ich schwöre es, mir schmeckt der richtig. Also der Feta-Käse, die Zwiebeln, ich glaube, ich habe den geil belegt, Alter. Ich glaube, bei dem Döner ist die Kreierung ganz wichtig. Also wie du einen Döner belegst, ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Fall habe ich das, glaube ich, sehr geil gemacht, glaube ich. Ein Kritikpunkt habe ich, es gibt kein Vita-Bait im Laden. Erné, falls du das Video siehst. Siehst, hol dir Vita-Welt in den Laden, Digga. Hierzu ein kaltes Vita-Welt, Hibiskus. Wäre ein Brett, also ohne jetzt auch, wenn es meine Marke, unsere Marke ist. Aber es wäre ein Brett. Ich bin offen und ehrlich, wenn es mich nicht bocken würde, also wenn er mir nicht schmeckt, würde ich es auch sagen. Also, nee, sorry. Das ist meine klare Essensbewertung. Aber du hast Glück, mir schmeckt er tatsächlich sehr. Also ich bin positiv überrascht. Aber ich muss auch sagen, von dem, was ich mir vorgestellt habe, also von dieser Erwartungshaltung bzw. diese Geschmacksidee, ich hatte komplett unterschiedlich zu dem, wie ich gedacht habe, dass er schmeckt. Weil es am Ende hat die Sucuk in meinem Kopf. Sucuk hat so einen intensiven Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber das ist cool, wirklich cool. Ich kann schlecht einschätzen oder sagen, ob das einfach daran liegt, weil ich bin, aber die Mitarbeiter von Erné sehr, sehr lieb und sehr aufmerksam, muss man lassen. Also das sind ja auch immer Punkte, da lege ich, finde ich zum Beispiel, sehr Wert drauf, wie das Personal ist. Also mir wäre das wichtig und an der Stelle Props an das Personal, weil das sind Kleinigkeiten, die man auch schätzen sollte, wenn man gute Leute hat, die für einen arbeiten. Nochmal kurz, Ehrenmann, der Mann hat uns hier eine Tonne Pommes und eine Tonne Süßkartoffeln gebracht. Sehr, sehr, sehr lieb. Eine kleine. Danke, 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 danke. Liebe geht raus. Ich habe jetzt schon gegessen. Die Mayo, okay, lass es gut durchgehen, bevor ich was sage. Ich glaube, das hier ist Chili Mayo. Diese Chili Mayo, ich weiß nicht, ob man die auf dem Döner machen kann, aber wenn man sie auf dem Döner machen kann, würde ich sie euch empfehlen. Die ist es. Ich weiß nicht, was es ist. Ich werde nachfragen, aber die ist es. Das erinnert mich an süßer Senf. Zu Weißwürsten esse ich den immer. Abo. Damit hast du Mundi, aber es schmeckt brutal. Brett, Brett, Brett. Falls ihr hier seid, ich habe alles gerade durchgetestet für euch, benutzt diese Tipps. Weiß ich, was es ist, weiß nicht, was es ist, weiß nicht, was es ist. Scharf, 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 Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Mayo geht auch jetzt. Ich sag's hier im Video und ich hoffe, ihr seid immer so, weil ich kann nur den Eindruck wiedergeben, den ich bekommen habe. Sehr sympathische Jungs seid ihr. Dankeschön. Also so vom, danke, danke. Vom wie sagt man?
herzlich willkommen da. Ihr seid sehr herzlich. Das heißt, sehr, sehr zu schätzen. Deswegen, allein wegen dem Service, wir werden den Service und der Service hat eine 10 von 10 von mir bekommen. Das Essen wird gleich kommen. Aber ich sag's auch hier. Ich fand's sehr gut. Also, keine Ahnung, meine Erwartungshaltung oder meine Denkweise ist, wenn ich Sucuk höre, so Sucuk, dachte ich mir, Sucuk-Döner, so, boah, wer? Also keine Ahnung, ich hatte nichts, wo ich irgendwo das im Vorhinein mal testen konnte oder irgendeinen Geschmack hatte. Aber ich bin hergekommen, ja, im Vergleich, ich hatte keinen Vergleich. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr angenehmer Sucuk-Geschmack und ist auch nicht zu krass. Ist nicht zu deftig. Genau. Und ich glaube, man muss auch die Denkweise von einem ganz normalen Döner ein bisschen wegbekommen, weil so, ich finde euer Brot, das Zimtbrot, ist das Zimt, ne? Top. Finde ich zum Beispiel Hammer. Finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Was ich persönlich im Nachhinein bei meinem Döner nicht mehr machen würde, ich würde den Käse nicht mehr machen. Welchen Käse? Den geschmolzenen? Ja, den Schafskäse. Den geschmolzenen. Ja, okay. Weil das für mich so Nacho-Weiß gibt. Ja, okay. Also, wenn ich, also das ist aber fernweg, das ist nur wegen mir. Ich würde den auf meinem Chup-Döner nicht mehr machen. Genau. Aber sonst war wirklich sehr lecker. Also ich sag, alle, die was Negatives sagen, können das natürlich sagen, weil Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber mir hat sehr geschmeckt. Ich würde das ein lockeres 8 geben. Was kostet so ein Ding? Ich musste nichts zahlen, deswegen frage ich. Der Cheesy kostet 8 Euro. Der, den ihr gegessen habt, kostet 8 Euro. 8 Euro? Also, sind, sag mal, ungefähr 1 Euro teurer als ein normaler Döner. Ja, gut, dann hast du noch guten Service. Machbar, vertretbar. Also, ist vollkommen regelkonform. Gebt euer Geld in Essen aus, als in irgendeinen scheiß Zippeko-Schein. Ganz genau, gutes aus. Auf jeden Fall, Leute. Gebt euer Geld in ein gutes Essen aus. Deswegen, danke nochmal. Hat mich gefreut, ja, danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. In diesem Sinne, ihr habt gehört, war top. Ihr habt es gehört, ihr habt es gesehen. Also jetzt nochmal ein Feedback. Natürlich gehe ich, sage ich auch ganz offen und ehrlich, geht man nicht ganz neutral an die Sache heran, weil es ja am Ende auch noch ein Laden von einem Freund ist. Aber um das auch sehr ehrlich zu beantworten, was ich probiere, ich finde das Ganze sehr, sehr, sehr lecker. Also mir hat es geschmeckt. Die Erwartungshaltung, dass du da jetzt irgendwie, wow, was ist das für ein krankes Ding? Ich glaube, von der Erwartungshaltung musst du weg, weil am Ende ist es auch nur ein Sucuk-Döner. Also das ist kein, damit wächst dir kein drittes Ei und damit wird er auch nicht nochmal 5 cm größer. Deswegen von dieser Denkweise wegkommen. Aber ich fand es im Allen, all in all, fand ich es sehr, sehr, sehr lecker. So wie ich mir meinen Sucuk-Döner belegt habe, war wirklich lecker. Ich habe es auch schon davor gesagt, ich würde den Käse nicht mehr so machen, weil ich bin nicht so ein Fan so von dieser Käsesoße. Wenn man ins Kino geht, nehme ich auch niemals Nachos mit Käse. Niemals Nachos mit Chilis. Merkt euch das, das ist Regel Nummer 1. Süßes Popcorn, kein salziges Popcorn. Salziges Popcorn. Das Ganze, um jetzt wieder auf den Punkt zurückzukommen, das Ganze bekommt von mir wirklich eine 8 von 10, eine 7 von 10 in die Richtung, 7 bis 10, 8 bis 10 in die beiden Richtungen geht's. Mir hat's geschmeckt. Ich fand's auch wirklich, wirklich, ich war überrascht im Positiven. Am Ende freut's mich, dass Erne seinen Laden hier in Düsseldorf hat. Die Adresse und so bekommt ihr hier sicher jetzt nochmal eingeblendet. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. War hoffentlich auch cool, weil ich wirklich das Ganze hier ganz spontan gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert diesen Kanal. Checkt gerne das Giveaway ab, was gerade auf Instagram läuft. Ich habe das Gefühl, ich werde hier auch mein Kanal wird langsam so ein Autokanal. Ich habe jetzt einfach schon 3 Auto-Videos gemacht. Ja, okay, ist jetzt nicht viel. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Call. Ich habe gerade wieder ein neues Auto. Digga, bei mir läuft so unglaublich. Nee, Spaß beiseite. Ich habe wieder zur Probe ein neues Auto bekommen. Und lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr ein Video dazu bekommen, ein Video zu sehen wollt, weil ich habe den BMW XM. Ihr kriegt jetzt einmal so ein Bild eingeblendet von diesem Wagen. Dieses Auto fahre ich momentan. Falls ihr dazu ein YouTube-Video wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, weil dann drehe ich gerne eins für euch ab. Das war mir noch ganz kurz wichtig, dass ich das sage. Und in diesem Sinne geht es 1, 1, 2, 2. Ist so high school, musical American Pie.